Hallo zusammen, ich habe hier einen Transportkühler, ein Transcooler 8H mit Akkus, also oben drin Batterien, dass er 48 Stunden kühlt ohne Stromanschluss. Und der kühlt jetzt nicht mehr. Von hinten sieht er so aus, ziemlich verschlagen, der ist jetzt 15 Jahre täglich im Einsatz. Und hier unten sitzt der große Kompressor von einem Campingkühlschrankkompressor. Das sieht nicht anders aus als zum BD35, hat aber wesentlich mehr Druck und mehr Kältemittel, aber dieser Kompressor hier arbeitet jetzt nicht mehr. Hier ist der Schlauch angehängt und der geht dem Schlauch nach, hier auf dem Füllstand, und wir sehen dann hier oben, dass der Druck arbeitet nicht. Und vom Geräusch her ist er relativ laut und er kühlt nicht. Wahrscheinlich ist der Kompressor in Ordnung, hier wird er warm, aber diese Kältemittelpatrone, die ist vermutlich zu. Wir haben auch hier eine Schabstelle, also das nächste, was passiert, wir werden hier mal durchschneiden, eben 15 Jahre und er läuft nicht mehr, also irgendwas ist hier nicht in Ordnung. Ihr habt jetzt gehört, wie er ausgeschaltet hat. Der Lüfter kommt wieder, der Kompressor ist nicht zum Anfassen und hier die Steuerung, die Kühlrippen auf der Seite, ist auch nicht zum Anfassen. Dieser Kompressor läuft also in dem Fall nicht. Wir werden jetzt hier durchschneiden und schauen, was passiert. Und ihr seht, hier kommt kein Kältemittel. Hier müsst also massivst mehr Kältemittel kommen. Es kommt ein bisschen, jetzt läuft er wieder an, aber das, was hier kommt, ist nicht erwähnenswert. Und eben hier ist diese Stelle. Und die werde ich jetzt auch noch abschneiden.